Hallo, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen heute zu einem ganz besonderen Video. Denn ich habe 1500 Abonnenten erreicht. Dafür erstmal vielen, vielen Dank an alle die Menschen, die meine Videos sich anschauen. 1500 Stück, so auf einem Haufen vorgestellt, das ist schon eine Menge Zeug. Ja? Und wenn ich so ein bisschen zurückblicke, hat das alles begonnen eigentlich am 1. Juni 2017. Da war hier der Commander Krieger bei mir in der Dominikanischen Republik und mit dem habe ich dann so ein kleines Interview gemacht, aus dem Nähkästchen geplaudert, heißt das. Ich habe euch auch den Link da nochmal so ein bisschen in das Video eingeblendet. Wen das interessiert, der kann sich das auch im Detail alles anschauen. Und der André Krieger, der hat mich auf die Idee gebracht und sagte, Mensch, du hast so viele Geschichten, erzähl das doch mal so in einem Hörbuch. Ja, erzähl das doch mal den Leuten, die interessiert sind, was du hier alles so erlebst. Und so ist mein erstes Hörbuch entstanden, Der Blick aus meinem Fenster, was ja bis heute eigentlich läuft. Und ja, danach kamen so kleine Videoclips, frag doch mal den Uwe, da saß ich auf meinem Sofa noch sehr scheu und noch nicht so ganz redegewandt und habe also meine ersten Gehversuche gemacht im YouTube. Mittlerweile sind auf meinem YouTube-Kanal Uwe Rath 215 Videos, alle möglichen Bereiche und 8 Livestreams habe ich dann so gemacht, so zwischendurch, wo also Leute mich dann live fragen konnten, was ihnen so auf dem Herz lag. Das Problem mit Livestreams ist halt, wir sitzen in der Dominikanischen Republik und das ist also nicht immer internetmäßig ganz so gut. Ich habe mal geschaut in meiner YouTube-Analyse, da waren 111.000 Aufrufe meiner Videos. Ja, und das ist natürlich eine Wahnsinnssache. Ein bisschen komisch war es halt immer, wenn du siehst, es sind nur 95% Männer und 5% Frauen. Ja, also nur 5% Frauen, das ist natürlich schon so eine Geschichte. Ich habe euch mal so ein kleines Potpourri zusammengestellt von meinen Videos, das lasse ich jetzt mal einfach so Thumbnail-mäßig einfach mal ablaufen mit ein bisschen Musik. Wen das interessiert, der kann natürlich in meinem YouTube-Kanal jedes einzelne Video in irgendeiner Form sich dann natürlich nochmal im Detail anschauen. So, hier mal so ein ganz kleiner Potpourri und meine Thumbnails und habt eigentlich mal viel Spaß erstmal damit.
hoffe, das hat euch so ein bisschen einen kleinen Eindruck verschafft über das, was der Uwe in den letzten 3 Jahren so gemacht hat. Also man sieht auch so total verschiedene Gesichter, ein bisschen dick, ein bisschen dünn, ja, und so unterschiedlichste Thumbnails, so Taubkurs für Monte und Sex on the Beach und das Fernsehen war da, CNN und das türkische Fernsehen. Also es ist einiges passiert in diesen 3 Jahren. Und ich hoffe, es passiert noch viel mehr. Ja? Und ich würde mich natürlich freuen über jedes weitere Abo, was ihr da lasst auf meinem Kanal. Empfehlt mich weiter an eure Freunde und Bekannte. Und ich hoffe, dass ich euch mit meinen Videos noch so ein bisschen Freude machen kann. Ihr könnt immer natürlich gerne Kommentare schreiben unter die Videos, was ihr auch gerne sehen oder hören möchtet. Und ich werde das natürlich, sofern das machbar ist, dann berücksichtigen. Also nochmal vielen, vielen Dank für eure Treue, für eure 1500 Abos, die ihr gemacht habt auf meinem Kanal. Und vielen, vielen Dank nochmal dafür. Und dann, wie immer, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Uwe.